Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Ich bin heute mit Nico im Gym. Und zwar werden wir heute Nico meinen alten Trainingsplan trainieren lassen. Und zwar Brust, Bizeps und Trizeps. Vor meiner Verletzung habe ich ja immer ein sehr hochvolumiges Training gefahren, wo wir jetzt nicht über die wissenschaftlichen Einzelheiten heute sprechen werden, auch nicht über die Übungsausführungen, die heute wahrscheinlich stellenweise zu wünschen übrig lassen wird. Vor allem bei den... Bei dem Volumen schon, nicht weil du es nicht kannst, sondern weil du extrem ermüden wirst. Aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der das komplette Training mit mir in der Intensität, in der ich es durchgezogen habe, fertig bekommen hat. Und da Nico jetzt in den letzten 12 Monaten endlich angefangen hat, auf mich zu hören, ohne mich jetzt selber beweihräuchern zu wollen, gescheit trainiert und mit richtigem Volumen trainiert, interessiert es mich. Das heißt, ich lasse Nico jetzt gleich, gebe Nico gleich die Übungen, er macht sie. Ich habe ja ein Video gemacht letztes Jahr, wo ich gesagt habe, hey Nico, das Problem ist, dass du einfach zu wenig Volumen fährst, zu niedrig intensiv trainierst und so weiter. Deswegen werden wir jetzt schauen, okay, wie weit ist jetzt Nico gekommen mit seinem Training. Er hat auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, trainingstechnisch die krassen Fortschritte gemacht, seitdem er angefangen hat zu trainieren. Darauf werden wir in einem anderen Video eingehen, was konkret Nico verändert hat. Jetzt geht's los, wir fangen an mit Schrägbankdrücken. Das wird jetzt richtig abgefuckt vom Volumen. Ich schwöre bei Gott, ich bin gerade richtig gespannt, ob du es schaffst. Wir machen 5 Sätze Schrägbankdrücken. Mein Gewicht, was ich da verwendet habe damals, war zwischen 50 und 55 Kilo. Da würde ich 60 machen. 12 Wiederholungen würde ich anfallen. 8 bis 12 kannst du machen. Ich mache immer 8, also ich maximal jetzt vielleicht so mit den 30. 35. Maximal mit den 30ern, ne? Also Freunde, jetzt wird schwer und falsch trainiert. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, der erste Aufwärmsatz. Ey Junge, Alter, zieh deine scheiß Uhr aus beim Training. Wir machen ein bisschen längere Pausezeit, damit du dich erholen kannst, ausreichend, weil du das Volumen auch nicht gewöhnt bist. Wir müssen so 2 Minuten Pause machen. So, da ich brusttechnisch jetzt nicht der Stärkste bin, würde ich jetzt mit den 30ern hier die 5 Sätze machen mit 8 Wiederholungen. Weil ich den 35 würde ich einfach nicht packen, weil selbst beim Flachbankdrücken mache ich gerade mal 40. War noch sauber. Du hättest easy noch nicht geschafft. Das war ja auch erst der erste Satz. Ich stoppe jetzt gerade die Zeit zwischen Nico Sätzen. Wir werden jetzt natürlich nicht jeden Satz abfilmen, sonst das Training geht an sich eben mindestens ca. 2,5 Stunden mit den ganzen Pausen und so. Deswegen werden immer 1 bis 2 Sätze abfilmen. Vor allem die, wo wir jetzt Nico über sich selbst hinauswachsen lassen und ihm mehr Gewicht geben, als er denkt, dass er bewältigen kann. 1, go. Also man sieht auf jeden Fall, du hast echt viel mehr Masse als sonst. Langsamer. Einatmen langsam, ausatmen, raus damit. Ellbogen weiter runter. Ja, genau. Freunde, und by the way, ihr kriegt auf mein Fitnessprogramm, habt ihr Rabatt, ihr kriegt das 50 Euro günstiger jetzt bis Weihnachten, beziehungsweise ich glaube 10 Tage lang kriegt ihr das günstiger. Das ist ein riesengroßer Übungskatalog, wo wirklich so gut wie jede Übung, die relevant ist im Moment, ausgeführt ist, ganz genau erklärt wird von mir in einem Video, was ihr da falsch machen könnt, wie ihr es vermeidet, wie ihr das belastungsschonend machen könnt und auch Trainingspläne und so weiter und so fort. Nico macht es jetzt an die 40er. Also ich werde hier nicht wie viele Wiederholungen schaffen, da geht schon. Da muss ich mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, 40 Kilo ist eigentlich das Gewicht, das ich aktuell beim normalen Flachhantelbankdrücken benutze. Genau, ich bin Lappen. Du sagst es komplett. Als nächstes haben wir Bankdrücken. Wir haben jetzt 70 Kilo, weil Nico Angst hat, dass er seine Kraft verbraucht bis zu den nächsten Sätzen. Ich werde hier als übelste Pussy hingestellt. Oh, das ist schon ziemlich schwer. Oh, du heilige Scheiße. Nächste ist schwierig. Komm. Komm. Reicht. 70 Kilo. Inscope 21. Seit 7 Jahren im Training. 70 Kilo Bankdrücken. 6 Kilo. 5 Wiederholungen. Ich fühle mich gerade nur ziemlich weak, um ehrlich zu sein. Wegen Tageszeit? Ja, und auch generell. Ich bin einfach ein bisschen lash gerade. Wieso bist du lash dann? Ja, ich denke mal, weil es ziemlich früh am Morgen ist gerade. Also, müsst ihr euch vorstellen, 15 Uhr ist super früh am Morgen für Nico. Wenn ich vor 17 Uhr ins Training gegangen bin und vor allem bei diesem krass Volumen-Training, beziehungsweise so wie ich halt früher mal trainiert habe, habe ich das sofort gemerkt, dass ich jetzt nicht stärker bin. Ich habe halt heute wirklich, ich habe gerade das gegessen. Hört sich jetzt an andere Ausreden. Das ist okay, also ich meine es tot ernst. So beim Mittagessen, wenn ich nicht Mittag gegessen habe und vor 17 Uhr trainiert habe damals, konnte ich nicht Vollgas geben. Geht's dir, glaubst du, du kriegst das jetzt durch?
vielleicht mit Ach und Krach, aber auf jeden Fall nicht mit den normalen Gewichten. Ich kacke jetzt schon nach. Mal kriegen wir eigentlich 80 Kilo machen. Jetzt machst du 70? Ja, 70. Wie viele Wiederholungen? 8. Groß ist dein Trainingsvolumen im Vergleich zu dem hier? Sehr klein. Wie viele Übungen für Brust? 4. Wie viele Sätze? Ich glaube 15. 15 Sätze haben wir gleich nach der dritten Übung haben wir schon. Das heißt, du trainierst heute eigentlich 2 Brusttage in einem. Genau. Also mir geht es hier gar nicht darum, dass ich sage, jeder muss irgendwie so viel Volumen trainieren. Allein schon, das ist super unpraktikabel für die allermeisten. Du willst einfach nur ein bisschen pushen, wie viel du damals trainiert hast. Nee, aber das ist jetzt wirklich, also so wie ich zum Beispiel damals ausgesehen habe. Klar, viel Genetik und hart trainieren und so, aber letzten Endes so viel Zeit, wie ich im Gym verbracht habe, ich glaube, das vergessen ganz viele Leute, dass ich eigentlich wirklich 5 bis 6 Mal die Woche 2 Trainingseinheiten gemacht habe von einem normalen Menschen oder teilweise mehr. Deswegen bin ich gespannt drauf, was Nico sagt, wenn wir fertig sind. Die beste Zeit war angefangen mit Schrägbankdrücken, so mit 5 Sätzen lang so 55er, manchmal 60er, manchmal 50er, aber so im Schnitt 55er war echt Top-Zeit. Plus beim Bankdrücken dann im Anschluss als zweite Übung oder Negativbankdrücken, je nachdem, waren immer so zwischen 110 und 120. Also gab auch echt Trainingseinheiten, wo ich mich echt krass gefühlt habe. Da habe ich 120 dann wegbekommen nach Schrägbankdrücken mit 55ern pro Arm. Jetzt werden in den Kommentaren die Leute kommen, die sagen, dass ich der übelste Lappen bin und dass sie es selber easy hinbekommen hätten. Ihr dürft mich gerne jetzt haten. Ja, also gleich, hier gibt es nichts zu haten, Alter. So 70 Kilo gut, das ist schon Mädchengewicht, aber... Das ist auch das Volumen, das ist ja nicht gewohnt. Komm. Komm, komm, komm. Wie waren das jetzt? 7. Nein. Okay, Freunde, also erstmal alles, was ich gerade an Hate Nico gegenüber an den Kopf schmeiße, ist natürlich Joke, weil ich als gerade halb-Invalider schaffe eh gerade gar nichts, deswegen ich bin ein Schatten meiner selbst, wie ihr schon alle gut beobachtet habt. Wir werden auch im nächsten Video, werde ich mit Nico ein bisschen darüber sprechen, was genau in seinem Training verändert hat. Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Die dritte Übung ist enges Kurzbankdrücken. Bei mir war das damals nämlich so, ich war so ein Perfektionist beim Training und ich hatte immer das Gefühl, ich habe viel zu wenig trainiert und deswegen hat sich das bei mir so eingebürgert. Immer wenn ich eine neue Übung entdeckt habe, die sich krass angefühlt hat oder mir einen neuen Reiz gegeben hat, war ich immer so, oh, die muss in mein Training rein und ich habe sehr, sehr gerne Sachen getauscht. Also das Einzige, was ich fast getauscht habe, waren immer so, ah, ich mache jetzt mal Negativbankdrücken oder Bankdrücken, weil beides im selben Training ist, das ist schon richtig. Dann muss ich ganz ruhig anfangen. Ich habe es vorhin Nico gesagt, nachdem ich Bankdrücken und Schrägbankdrücken fertig hatte mit 10 Sätzen, manchmal sogar 12, war ich einfach happy. Danach war für mich so, ja gut, jetzt ab jetzt ist Training entspannt, jetzt kann ich schön Musik hören, kann zwar konzentriert weiter trainieren, aber so, dass ich hier Isolationsübungen noch für die Brust mit Kabel oder Brustpresse, das war dann immer super, super leicht. Weiter hochstrecken. Ja, einer geht locker. Einer geht noch, komm. Ah. Wie fühlst du an? Gerade die waren ziemlich einfach. Also ihr müsst euch überlegen, Tim ist ja damals hergegangen. Halt mit dieser Hantel, okay? Ich schwöre, mein Oberschenkel, der fault mich ab. Der wird nicht mehr durchblutet, gerade mit dem Schenkel. Deswegen, ich kann auch nicht lang reden. Mit der Hantel hat er damals schräg Bankdrücken gemacht. 8 Wiederholungen. Auf entspannt. Du musst dir überlegen, so eine durchschnittliche 1,74 Frau, die gut trainiert ist, gut aussieht, wiegt so 57 bis 59 Kilo. Genau, das ist gerade die Ordnung. Das ist mehr. Das ist extrem beängstigend. 2, 1. Ja, komm. Das ist doch bestimmt fett. Was wir jetzt machen, ist nochmal hier Brustmaschine. Ich kenne die schon, seitdem ich 15 bin, mache ich die. Ich finde die krank, die Maschine. Also bei der Übung davor, die Nico gemacht hat mit dem engen Bankdrücken, da habe ich tatsächlich auch nur so 30 bis 40 gemacht. Wie fühlst du dich? Also ich habe die danach immer, danach hat angefangen, die Brust so ein bisschen, dass man sie spürt. Ich habe schon gespürt. Meine Brust ist jetzt auch schon fast tot. Ja? Ja. Also, kriegst hier noch 2-3 Sätze hin. Ich werde hier noch 2-3 Sätze hinbekommen, aber ich denke nicht auf 10 Wiederholungen. Hier ist jetzt halt super entspannt, ne? Nach dem Bankdrücken. Also setz hier einfach rein und drückst den Scheiß raus. Fast nochmal ein bisschen unterschiedliche Belastung, aber ist das hier super entspannt eigentlich. Komm. Warte, sitzen bleiben, Pause machen, noch einen machen. Pause und jetzt einen. Was? Fazit? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Also, Tim Gabel wird Ihnen jetzt zeigen, wie krass er noch aussieht, obwohl er 2 Jahre nicht trainiert hat. Mein Arm ist nicht besser als der. Aber nee, ich zeige wirklich, ne, ich fühle mich wie der letzte Lauf, und dann komme ich her und dann bin ich immer überrascht. Gegen Licht und so.
wie das eigentlich ist. Ja, aber man muss schon sagen, also wenn ich das jetzt so angucke, natürlich krass, aber im Vergleich zu viel, viel weniger. Im Vergleich zu früher ist halt echt lächerlich. Den Teil der oberen Brust, also Pec Mino, plus die oberen Faser vom großen Brustmuskel. Und beim normalen Bankdrücken und so, da habt ihr zwar die Drückbewegung, aber ihr habt nicht die komplette Brust so kontrahiert, wie ihr das haben möchtet, und ihr kriegt ja auch nicht eine volle Verlängerung. Deswegen müssen wir auch hier diese Bewegung, die fehlt eben beim ganzen, bei den ganzen drückenden Bewegungen, deswegen ist euch die hier drin zu haben. Der Punkt ist ja, nachdem die großen Verbundsübungen durch sind, ist es natürlich trotzdem noch ein Muskelgefühl, aber es ist nicht das gleiche für den Kopf, wie wenn ihr jetzt nochmal wisst, dass ihr nochmal eine Verbundsübung vor euch habt, wie man eine Isolationsübung, ist schon wesentlich angenehmer. Das ist echt viel entspannter. Ich sag dir, der erste Part vom Training, sobald ich den durch hatte, war das gut. Einfach nur schauen, dass du das diagonal hoch bekommst von unten. Kannst du 10 Minuten lang erklären, deine Brust ist so durch, dass du es auch teilweise mit der Schulter einfach machen willst. Ja, Brust, ist deine Brust. Ist deine behaarte Arschritze oder eine Brust? Es ist eine Brust, Leute. Okay, also wir können gerne kurz den Formcheck machen. Ich bin natürlich in der Massephase, um zu meinen Freunden hier zu sprechen. Ne? Das heißt, hier ist auf jeden Fall gerade nicht die beste Form gestartet. So sieht das Ganze wieder aus. Ich hab gerade was erkannt, dein Weg sieht gerade echt brutal aus. Kann man sagen, was man will. Mhm. So, Freunde, wir haben jetzt Nico hier. Ihr seht, Nico ist breit wie ein Gorilla, also wirklich no shit, Digga. Du hast gerade die wahrscheinlich krasseste Form, in der ich dich jemals erleben durfte. Und ich habe ja letztes Jahr ein Video gemacht, wo ich deinen Trainingsplan analysiert habe und geguckt habe, ey, was fehlt dir gerade im Training, sodass du endlich mal wieder aufbauen kannst. Du hast wirklich ein bisschen zu vorsichtig trainiert und da haben wir so ein paar Sachen haben wir rausgesucht. Das war einmal die Intensität, die zu niedrig war, das Gewicht. Training ist aber noch nicht durch, oder? Nee. Lass auf oberkörperfreier Cringe-Basis trainieren. Oh Mann! Oh Scheiße! Ich dachte jetzt schon, was? Ich hab dich nie so krass gesehen in Form. Jetzt mal, no, kein Scheiß. Deine Brust sieht gerade unnormal krass aus. Man muss es aber auch dazu echt sagen, es wäre schon auch traurig, wenn es nicht besser aussehen würde, wo ich jetzt so oft ins Training gehe. Wenn der Körperfettanteil jetzt nochmal so ein paar Prozent niedriger ist, würde ich eine Geistesgestalt machen. Ich werde auf jeden Fall eine Diät machen und ich werde gespannt, wie ich da raus will. Ja, besser denn hier. Das ist jetzt die letzte Brustübung, Freunde. Ich bin auf jeden Fall überrascht, wie krass Nico aufgebaut hat. Also was heißt überrascht? Ich sehe es ja und ich habe auch viel mit ihm gesprochen. Er trainiert auch 6 Mal die Woche und das ist auch super diszipliniert. Deswegen, ich bin echt krass zufrieden. Also, wir haben jetzt noch Trizeps. Bizeps schafft Nico leider auch nicht von der Zeit. Deswegen ist es jetzt so vom ganzen Volumen her, sind es so mal, sagen wir mal, 3/4 Training eher als ein ganzes. Ich mache da Übungen für Trizeps. Wir fangen mit 5 Sätzen am Kabel mit dem Seil. Und ich sehe, du ziehst einmal gar nicht gescheit komplett runter. Was soll die Scheiße? Warum sagst du mir nicht während der Übung? Ja, weil ich es gerade erst gemerkt habe. Und dann drehst du leicht die Handgelenke raus, weil wir wollen hier. Der ist bei dir ein bisschen schwach. Siehst du, du streckst gar nicht. Ich gehe nicht. Natürlich geht's. Ich krieg's nicht hin. Du hast auch gestreckt, siehst du nicht? Deswegen sag ich, rotiere raus. Genau, schau, dass du hier das da streckst. Weil dann kriegst du noch komplett die Idee. Hier in der Innenseite bist du stärker als in der seitlichen Partie vom Trizeps. Siehst du das? Digga, sind 20 Kilogramm schon echt genug. Echt? Ja. Okay, aber ich muss noch sagen, dass du gerade echt heftig vorgemüdet bist, weil wir echt viel Trizeps bei den ganzen Brustsachen haben. Mein Trizeps ist jetzt schon tot. Das sind 2 Übungen. Guck mal, also ich habe gerade bei Nico hab ich gesehen, dass er vor allem bei der Übung, bei der Trizepsübung am Ende Probleme hat. Jetzt könnte man sagen, ja, das liegt an der Vorbildung. Er hat sehr viel Trizeps gerade als Synergist gehabt bei den ganzen Brustübungen. Das Problem ist aber, du hast gerade gesagt, du machst häufig French Press. Und bei French Press ist die Belastungskurve eine ganz andere. Wieso? Wenn wir anfangen mit der Übung, ist sie sehr schwer. Und in der Mitte wird sie dann am schwierigsten. Und je weiter du, nachdem du diesen Mittelpunkt überwunden hast, ist der kritische Punkt zu Ende. Und wenn du oben bist, dann ist sie ganz leicht. Jetzt zum Beispiel beim Rausstrecken, hier hast du deine großen Probleme. Ja. Schau, hier, du holst alles noch aus dem Handgelenk am Ende raus. Also ist okay, dass du es drehst, aber hier kriegt er es gar nicht mehr weiter auf. Und das zum Beispiel kann ein Grund sein dafür, wieso sein seitlicher Trizeps, also hier, dass die dann nicht so gut aussieht, wie sie eigentlich könnte. Wegen zum Beispiel der French Press. Das ist zum Beispiel so ein konkretes Beispiel, wieso es Sinn macht, seine Übungen zu variieren. Weil hier einfach die Belastung ist eine andere. Am Ende der Übung haben wir die größte Belastung. So, zweite Übung, die Nico jetzt macht, ist wieder das Trizeps drücken, aber hier so vorgebeugt mit diesem Kabel. Das wird jetzt wahrscheinlich für dich ein bisschen leichter fallen, weil du das von der French Press hier kennst. Hier
ist vor allem trainieren wir vor allem diese innere Partie von Trizeps und kriegen ihn nochmal viel besser in Dehnung und Unterzug. Hier siehst du, du hast hier viel weniger Probleme als bei der davor. Am Anfang dachte ich, du willst mich erst verarschen. Was? Weil ich es nicht gemerkt habe, die Übung. Aber am Ende war die noch schön, hat noch einen Zug gegeben. Was will ich dich verarschen? Ja, das war vom Gewicht ein bisschen einfach. Ja, das ist du gewählt, nicht ich. Willst du mich verarschen? Mach mehr Gewicht drauf. Aber die kriegst du viel besser als ich davor. Wie fühlst du das? Gut. Nee, die ist auch echt nicht leicht, die Übung. Vor allem, wenn man sie nicht macht. Weil Teilfunktion vom Trizeps ist auch, den Oberarm zu strecken, also das heißt nach hinten zu bringen, in dem Fall das hier. Und die meisten Leute trainieren, das haben das nie im Trizeps-Training mit drin. Und ich finde, das ist so die einarmige Variante, ist da die beste, um vor allem diese muskuläre Kontrolle zu bekommen. Also vor allem Leute, die Probleme haben, mit dem Trizeps zu spüren, so wichtig, ne? Die sollten die Übung machen. Das hilft wirklich mega krass, dieser Mind-Muscle-Connection, dass du das auch wirklich hinbekommst, den Muskel anzusteuern und ihn bewusst zu kontrahieren. Also Nico kriegt jetzt hier nicht mehr als 5 Kilo hin, niedriger können wir das Gerät leider nicht stellen. Er sagt aber gerade auch, dass er die Übung nicht so ganz spürt. Ich glaube, das fällt dir gerade auch grundsätzlich schwer, weil du dich einfach kaputt trainiert hast und kannst aber auch gerne mit ein bisschen mehr Gewicht probieren. Dann würdest du mir empfehlen, mit so einem Volumen generell zu trainieren? Erstmal nicht. Also wenn du mit deinem derzeitigen Volumen Fortschritte erzielst, ist natürlich mehr Zeit, die du im Gym verbringst. Ist auch immer die Frage, also, ne? Wie viel Zeit wir im Gym verbringen. Bei mir war das halt damals so auch so ein bisschen, ich war wie so ein Zwangsgestörter im Gym, habe halt alles gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas oder wenn ich nicht auf eine Übung verzichte, dass das halt Potenzial ist, was ich verschenke. Also unterm Strich, ihr seht, Nico hat vor allem hier so in der Endstrecke nur ein bisschen Problem. Aber das ist auch, weil du ermüdet bist, kannst du ein bisschen weiter hin. Ich habe noch viele andere Trainings, die ich Nico mal trainieren lassen kann. Da könnt ihr gerne den Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Ansonsten, mein Programm ist günstiger zu haben für die nächsten 10 Tage circa. Das heißt, ihr kriegt 50 Euro Rabatt drauf. Wen es interessiert, einige von euch haben mich gefragt. Das ist jetzt nicht so wie der andere scheiß Influencer. Ihr fragt mich ständig immer nach Rabattaktionen. No front! Ich komme mir immer so dumm vor, ne? Weil das ist zwar mein Programm und so, aber ich hasse das irgendwie so offensiv Sachen zu bewerben. Aber jedenfalls, also wen es interessiert, bin ich scheiß drauf. Nächstes Video wird sein, wo ich mit Nico nochmal im Detail darüber spreche, wie er jetzt diese Fortschritte gemacht hat, was genau er in seinem Training verändert hat und wie sein Training aussieht. Ansonsten für euch und für dich, Nico, schon mal ein kleiner Ausblick. Ich würde jetzt nicht darauf so viel Wert legen, dass ihr jetzt so ein krasses Volumen im Training fahrt. Nochmal in meinem Programm erkläre ich das Ganze sowieso nochmal genau. In welchem Trainingsstand befindest du dich? Welche Übungen sollst du nehmen? Wie sollten diese zusammensetzen? In welcher Reihenfolge? Wie viele Sätze? Wie viele Wiederholungen? Alles wird da ganz genau durchgegangen. Und vor allem noch eine Sache, die hier gar nicht zur Geltung gekommen ist, ist, wie werden die Übungen richtig ausgeführt, plus auch die Übungen für die ganzen kleinen Muskeln, damit ihr euch nicht verletzt und dass ihr auch lange genießen könnt, das stimmt, ne? Bringt ja nichts, wenn ihr euch verletzt mittendrin und dann übel breit seid und dann geht es nicht weiter, ne? Also ich muss an der Stelle sagen, ich fand es sehr, sehr interessant, mal so zu trainieren. Am Anfang war ich so ein bisschen mental nicht so ganz bei der Sache, weil ich auch nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja. Ist auch immer so eine Sache, wenn du nicht weißt, wie viele Übungen kommen noch, so wie krass kann ich mich vorausrechnen, zum Beispiel ist es auch wichtig zu wissen. Aber gegen Ende, wo es dann zu den Isolationsübungen ging, war es dann auf jeden Fall verhältnismäßig entspannt. Ne? Also was ich mir vorstellen könnte, bei meinem Training, was ich noch ergänze, bin aktuell eigentlich relativ zufrieden. Aber vielleicht ein bisschen mehr Übungen wären für mich mal nice. Das glaube ich dein großes Ding. Ich habe nicht so eine große Übungsvielfalt. So. Und eventuell könnte man vereinzelt noch leichtes Volumen erhöhen. Leicht noch. Ja gut, also ich würde auf jeden Fall sagen, war ein nice Training. Danke auf jeden Fall. Und ich bin jetzt einfach gespannt, also ich muss selber sagen, ich bin selber das erste Mal richtig gespannt, wenn ich jetzt das noch durchziehe durch den Winter und dann ab, keine Ahnung, März, April anfange zu diäten und dann mal so im Juni, Juli mal gucke, wie meine Form aussieht. Also ich glaube, da kann ich nächstes Jahr dann einiges erwarten. So Freunde, ansonsten muss ich sagen, viel Spaß beim Trainieren von Team G, wenn ihr es euch holt. Wäre auf jeden Fall ehrenhaft und ich denke auch auf jeden Fall das Geld wert, wenn ihr Bock habt, euch das zu holen. Und natürlich auch danke an Gymshark, unseren Sponsor, die uns immer schön durchs Gym begleiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Heidelan, Peter Pan.